Ihr wollt den Materialfluss in eurem Unternehmen mit fahrerlosen Transportsystemen endlich auf das nächste Level bringen? Dann bleibt unbedingt dran. Wir geben euch in rund 10 Minuten 5 Tipps für die erfolgreiche Einführung eines FTS an die Hand. Lasst uns loslegen. Intransparente Prozesse, Unterbrechungen im Materialfluss, fehlendes Personal. Damit haben viele mittelständische Unternehmen zu kämpfen. Trotzdem muss man nicht den Kopf in den Sand stecken. Digitalisierung und Automatisierung können dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern. Automationslösungen und Robotertechnik sind bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil der Digitalisierungsstrategien namhafter Unternehmen der Automotive-Branche, der Stahlindustrie oder von Logistikzentren und Versandhändlern. Auch immer mehr mittelständische Unternehmen finden den Weg in Richtung Digitalisierung und entdecken die Vorteile automatisierter Lager- und Produktionsprozesse. Obwohl die Nachfrage nach fahrerlosen Transportsystemen, kurz FTS, spürbar steigt, steht die Entscheidung für die Einführung einer solchen Automatisierungslösung vielerorts noch aus. Nicht zuletzt, weil sich die Technologie noch nicht weit genug verbreitet hat. Es mangelt an Erfahrungswerten rund um den Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen. Was für ein FTS eignet sich für unser Unternehmen? In welchem Umfang können wir automatisieren? Passt ein FTS in unsere Umgebung? Statt den Materialfluss mit FTS abzubilden, werden weiterhin Mitarbeitende für die Ausübung repetitiver Tätigkeiten eingesetzt. Ein hoher Zeitaufwand für den Materialtransport, intransparente Warenbewegungen, aber auch die Gefahr von Transportschäden und Unfällen können dabei sein. Dabei spielen Automatisierungslösungen wie ein FTS bei der Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit eine entscheidende Rolle. FTS sind dazu in der Lage, einen stabilen Materialfluss sicherzustellen und ermöglichen so, vorhandene Produktivitätspotenziale auszuschöpfen. Zudem können Fachkräfte in der Lagerlogistik ausgeglichen werden, die aufgrund anhaltender Personalengpässe schlicht und ergreifend fehlen. Denn überall dort, wo ein Materialtransport von A nach B bislang von einem Menschen bewerkstelligt wird, ist der Einsatz einer Automatisierungslösung denkbar. Den mitunter größten Hebel bei der Digitalisierung und Automatisierung bietet uns also der Materialfluss. Und wie man das mit FTS umsetzen kann, das schauen wir uns mal genauer an. Zuerst ein kleiner Exkurs zu den fahrerlosen Transportsystemen, damit hier alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Mit fahrerlosen Transportsystemen setzt die Intralogistik einen technologischen Trend im Bereich der Automatisierung. Das Ziel ist es, einen automatisch gesteuerten, zuverlässigen und effizienten Materialfluss in Lager- und Produktionsumgebungen zu realisieren. Hierfür werden ein oder mehrere fahrerlose Transportfahrzeuge, kurz FTF, eingesetzt, die Fördergüter mithilfe von Lastaufnahmemitteln ziehend oder tragend befördern. Die Koordination erfolgt dabei durchgehend automatisiert über eine zentrale Steuereinheit, die sogenannte Leitsteuerung. Die Leitsteuerung weiß jederzeit über Einsatzfähigkeit und Status der FTF Bescheid, verteilt die Transportaufträge über WLAN und steuert im Bedarfsfall zur Ladestation. Gut ausgearbeitete Schnittstellen zu peripheren Einrichtungen wie zu Aufzügen, Brandschutzanlagen und Toren ermöglichen die Implementierung eines reibungslosen und skalierbaren internen Materialflusses auch über Hallen und Stockwerke hinweg. Die FTF folgen dabei einem festen Fahrkurs. Davon abzugrenzen sind autonome mobile Roboter, kurz AMR, die zwischen einem definierten Start- und Endpunkt gänzlich frei navigieren. Gut zu wissen, zur Navigation des FTF werden verschiedene Technologien eingesetzt, wie zum Beispiel optische oder induktive Spurführung, Lasernavigation oder auch Kameranavigation. Das ging dir jetzt bis hierhin alles ein bisschen zu schnell oder du möchtest lieber das Video schauen, anstatt Notizen zu machen? Kein Problem, wir haben dir das zu dieser Folge passende Whitepaper FTS in Lager und Produktion, so gelingt die erfolgreiche Einführung eines FTS, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir endlich zum Kern der Folge. Unsere 5 Tipps zur erfolgreichen Einführung eines fahrerlosen Transportsystems in Lager und/oder Produktion. Tipp Nummer 1. Analysiert den besten Automatisierungsgrad und die beste Materialflusslösung. Was heißt es jetzt genau? Nicht jedes Automatisierungsprojekt ist auch ein FTS-Projekt und nicht jede Automatisierungslösung muss eine vollautomatisierte Lösung sein. Vor der Entscheidung für ein FTS solltet ihr zunächst herausfinden, worin die optimale Materialflusslösung für euer Unternehmen besteht. Wie das am besten gelingt? Mit einer detaillierten Analyse des Ist- und des Soll-Zustandes. Nehmt die Prozesse in eurem Unternehmen ganz genau unter die Lupe. Welche Waren- und Materialströme gibt es? Wo gibt es Engpässe und Verbesserungspotenziale? Welche zukünftigen Bedarfe und Zielsetzungen lassen sich identifizieren? Auf Basis dieser Informationen sowie in Abhängigkeit von eurem Logistikkonzept, dem angestrebten Automatisierungsgrad, also teil- oder vollautomatisiert,
und der Art der gewählten Ladehilfsmittel lässt sich eine fundierte Entscheidung für eine passgenaue Lösung treffen. Außerdem ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl des Fördersystems. Neben dem Return on Investment als Kennzahl für die Rentabilität einer Investition kann auch die Total Cost of Ownership als aussagekräftige Kennzahl für die Betrachtung der Gesamtbetriebskosten herangezogen werden. Zögert nicht, bereits von Anfang an externe Unterstützung einzubeziehen, solltet ihr noch keine Erfahrung mit einem FTS haben. So kommt ihr schnell und systematisch an euer Ziel. Kleiner Zusatztipp an der Stelle, eine Checkliste mit allen wichtigen Infos und den Punkten, die ihr bedenken solltet, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Tipp Nummer 2. Wählt das richtige FTS für eure Bedürfnisse. FTS für Kleinladungsträger, fahrerlose Stapler oder doch lieber ein FTS für den Palettentransport? Welches FTS ist das richtige? Hierfür sind vor allem die Aufgaben und Arbeitsschritte entscheidend, die automatisiert werden sollen, sowie die Komplexität der vorhandenen oder zukünftigen Lager- und Produktionsumgebung. Welche Transportgüter mit welchem Gewicht und in welcher Häufigkeit und Menge sollen transportiert werden? Wie sehen Gebäudelayout und Materialfluss aus? Gibt es besondere Anforderungen aufgrund von externen Umgebungseinflüssen, wie zum Beispiel Hitze oder Feuchtigkeit? Welche Anforderungen an Schnittstellen, Navigation und Antriebstechnik werden gestellt? Und umso präziser die Anforderungen und Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Form von Use Cases, ausgearbeitet werden, desto deutlicher zeichnet sich ab, welches FTS für euer Unternehmen das richtige ist. Gut zu wissen, FTS bewegen verschiedene Transportgüter, von kleinen Ladungsträgern über Gitterboxen und Paletten bis hin zu Schwergut oder Gefahrgut. Abhängig davon eignet sich der Einsatz von Fahrzeugen mit Einzellast, Hubstapler oder Zugfahrzeuge. Tipp Nummer 3. Schafft ideale Rahmenbedingungen. Der Trend in der Industrie geht zu immer vielfältigeren und komplexeren Lösungen. Statt einzelne Lösungen getrennt voneinander zu betrachten, wird es zunehmend wichtiger, verschiedene Systeme miteinander zu vernetzen, um eine umfassende, gute Lösung zu erzielen. Die Konsequenz? Immer weniger Lösungsanbieter können alles aus einer Hand anbieten. Es gilt, sich zu vernetzen sowie Kompetenzen, Know-how und Ressourcen zu bündeln. Nicht selten wirken daher verschiedene Experten an der Konzeption und Umsetzung eines FTS-Projekts mit. Achtet auch unbedingt darauf, die wichtigen Fachabteilungen frühzeitig einzubinden, wie zum Beispiel Experten für Arbeitssicherheit, Brandschutz und Datensicherheit sowie Vertreter des Betriebsrats oder des Werkschutzes. Diese Personen wirken unter anderem bei der Beantwortung gesetzlicher Fragestellungen oder bei der Entwicklung sicherheitsrelevanter Strategien mit. Dürfen FTF und Mitarbeiter gleichzeitig einen Aufzug nutzen? Wie wird der Personenschutz gewährleistet? Wie werden FTS sinnvoll in das Brandschutzkonzept eingebunden? Und bitte sorgt außerdem dafür, dass eurer Projektmannschaft ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Projekterfolg ist umso höher, desto eher Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Das gilt sowohl für die Planungs- und Projektphase als auch für die Zeit nach der Implementierung. Denn mit der Einführung eines FTS geht die Arbeit erst richtig los. Tipp Nummer 4. Nehmt ausnahmslos alle Mitarbeitenden frühzeitig mit. Die Einführung neuer Technologien im Unternehmen ist immer mit Veränderungen und Unsicherheiten verbunden. Ganz besonders, wenn es um Automatisierungstechnologie geht, die Menschen und deren Arbeitsplätze rein theoretisch vollständig ersetzen könnten. Nehmt die Sorgen eurer Mitarbeitenden und die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze ernst. Findet Menschen im Unternehmen, die für das Thema FTS brennen und andere dafür begeistern können. Bezieht eure Mitarbeitenden bereits im Planungsprozess mit ein. Zeigt Vorteile, Perspektiven und Freiräume auf, die zukünftig durch ein FTS geschaffen werden können. Und ihr werdet sehen, durch die aktive Partizipation und transparente Kommunikation gelingt den Mitarbeitenden schrittweise die Akzeptanz des FTS-Projekts. Und last but not least, Tipp Nummer 5. Startet klein. Wenn ihr die Begriffe FTS, Automatisierung oder Robotik hört, denkt ihr an visionäre High-End-Lösungen, die große Lager- und Produktionshallen vollautomatisiert am Laufen halten. Vom Menschen keine Spur. Das kann, muss aber nicht euer Zielbild sein. Einfacher geht es nach dem Motto Keep it simple. Startet mit einem funktional einfachen Anwendungsfall. Zum Beispiel mit einem einfachen Materialtransport von A nach B. Sammelt im Rahmen eines Pilotprojekts erste Erfahrungen und trefft erst nach einem gelungenen Praxistest eine Entscheidung bezüglich des weiteren Vorgehens. Habt ihr das Ziel erreicht oder besteht der nächste Schritt im Ausbau des fahrerlosen Transportsystems? Wie ihr euch auch entscheidet, der erste wichtige Schritt in Richtung einer digitalen und vernetzten Fabrik ist bereits gemacht.
Zum Abschluss hier nochmal unsere 5 Tipps zur erfolgreichen Einführung eines fahrerlosen Transportsystems im Überblick. Erstens, analysiert den besten Automatisierungsgrad und die beste Materialflusslösung. Zweitens, wählt das richtige FTS für eure Bedürfnisse. Drittens, schafft ideale Rahmenbedingungen. Viertens, nehmt ausnahmslos alle Mitarbeitenden frühzeitig mit. Und fünftens, startet klein. Das war Industrie 4.0 to go. Wenn euch die Folge mit 5 Tipps für die erfolgreiche Einführung eines FTS gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Und für alle, die es jetzt noch genauer wissen möchten, gibt es auf der L-Mobile Website unter dem Reiter Interaktiv weiteren spannenden Content wie Whitepaper, Blogbeiträge und Live-Events rund um das Thema fahrerlose Transportsysteme. Ich freue mich auch außerdem über euer Feedback oder eure Wünsche für weitere Industrie 4.0 To Go Folgen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.